Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier zum Fachvortrag in der Artemid-Klinik in München. Das Thema heute ist vom Besenreißer bis zur Krampfader. In der ersten Folie wollen wir ganz kurz mal zeigen, was unsere Historie so ist. 1994, der ein oder andere mag sich erinnern, haben wir die damalige Weidenbach-Klinik übernommen, eine gynäkologische Klinik. Und seither gibt es uns hier. Und wir haben uns etabliert zu einer der größten Venenkliniken in Deutschland. Warum sagen wir Ihnen das? Nicht, um anzugeben, sondern anhand der Fallzahlen Ihnen einfach zu zeigen, dass wir sehr, sehr häufig dieses Krankheitsbild des Krampfaderleidens haben und sehr viele Operationen auch durchführen. Also wir wissen, worum es hier in dieser Klinik geht. Wir verstehen das Bild des Krampfaderleidens. Vielleicht am Anfang für Sie ganz interessant, der ein oder andere weiß es auch schon, Krampfaderleiden ist eine Volkskrankheit. Das ist ganz wichtig zu begreifen, dass 40 Millionen Deutsche, also jeder Zweite, also Venenerkrankung hat, Venenleiden hat. Und behandeln tun sich aber weniger als 10%. Also da sieht man schon raus, es ist eine häufige Erkrankung, aber sehr, sehr wenige gehen zum Arzt. Und wenn man dann noch abspeichert, dann haben wir am Anfang schon ganz viel begriffen, dass 1,5 Millionen Deutsche von diesen 40 Millionen ein offenes Bein entwickeln aufgrund des Krampfaderleidens, dann weiß man spätestens, dass es sich hier nicht um einen Schönheitsfehler handelt, sondern um eine richtige Erkrankung, die ernst zu nehmen ist. Und deswegen dient heute dieser Vortrag, Ihnen zu zeigen, dass wir das hier, dieses offene Bein, dieses Ulcus crures, dringend vermeiden wollen. Deswegen ist nochmal ganz wichtig zu begreifen, dass diese Erkrankung verschiedene Risikofaktoren in sich birgt. Man wird oft gefragt, was habe ich falsch gemacht, dass ich Krampfadern habe in der Sprechstunde. Und wir sagen dann immer, Sie haben nichts falsch gemacht. Leider ist es so, dass diese ersten beiden oberen Punkte wichtig sind. Also es ist eine genetische Erkrankung, eine Vererbungserkrankung. Man hat eine angeborene Bindegewebsschwäche, da gehe ich gleich näher noch drauf ein. Und deswegen, das ist die Hauptursache, warum man Krampfaderleiden hat. Alles andere, was darunter steht, sind nur verstärkende Faktoren. Aber die eigentliche Ursache ist genetisch. Vielleicht hier auch noch interessant, die Verteilung Männer zu Frauen. Früher dachte man, das ist eine typische Frauenerkrankung, weil die auch zum Arzt gingen. Das ist 50-50. Also jeder Zweite ist ein Mann durchaus, der bei uns in die Sprechstunde kommt und Venenerkrankung hat. Hier ein relativ interessantes Bild. Wir werden oft gefragt in der Sprechstunde, wenn man Krampfadern therapiert, sie entfernt, verschließt und so weiter, wo läuft denn dann das Blut lang? Und deswegen habe ich Ihnen auch noch am Anfang hier diese Skizze mitgebracht. Wir haben ganz, ganz viele Venen im Bein. Auch oberflächliche Venen haben wir ganz viele im Bein vertreten. Wir sprechen von einem sogenannten Venennetz, das sehen Sie hier in diesem Foto auch ganz schön, weswegen man hier schon sehen kann, wenn man eine krankhafte Vene entfernt, dann übernehmen das automatisch andere gesunde Venen. Deswegen darf man und muss man sogar kranke Venen entfernen. Warum muss man sie entfernen? Das ist die Skizze hier rechts. Weil Venen miteinander in Verbindung stehen. Das sehen Sie hier ganz gut. Die etwas unwichtigeren oberflächlichen Venen stehen durch sogenannte Brückenvenen in Verbindung mit den wichtigen tiefen Venen, die es zu schützen gilt. Wenn jetzt eine oberflächliche Vene kaputt geht, also Krampfadervene wird, kann sie mit den Jahren durch diese Verbindungsvenen auch alle anderen Venen kaputt machen und da sogar die tiefen Venen schädigen. Und das gilt es dringend zu vermeiden und deswegen muss man Krampfadern therapieren. Hier nochmal ein schönes Bild, was verdeutlichen soll. Eine gesunde Vene sieht so aus, eine kranke Krampfadervene ist verbreitert, die Venenklappen, die das Blut nach oben transportieren sollen, funktionieren nicht mehr richtig und das Blut läuft hin und her. Also nicht zielgerichtet zum Herzen, sondern es bleibt richtig im Bein stehen und man klagt über schwere Gefühle. Auch eine wichtige Folie ist Ihnen zu sagen, dass es beim Krampfaderleiden nicht nur eine kosmetische Sache ist, sondern Krampfaderleiden, wenn man sie zu lange drinnen lässt, kann zu verschiedenen Stadien führen. Und das letzte, das schlimmste Stadium, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist das Stadium 4, das sogenannte offene Bein des Ulcus crures. Also ganz, ganz wichtig, wenn man Krampfadern zu lange drinnen lässt,
dann ist es nicht nur eine kosmetische Sache, so nach dem Motto, brauchst du nicht operieren, ist im Grunde genommen nur eine Schönheitssache, sondern man muss abspeichern, mit den Jahren kann das offene Bein resultieren. Und das ist das Stadium 4 und das gilt es dringend, dringend zu vermeiden. Und deswegen dieser Vortrag. Die Standarddiagnostik bei Krampfaderleiden hat sich mit den Jahren, Gott sei Dank, deutlich verbessert. Während man früher noch eine sogenannte, vielleicht wissen Sie das noch, eine sogenannte Kontrastmitteluntersuchung brauchte, eine Phlebografie, wo eine Fußrückenvene punktiert wurde und wo man mit Röntgenstrahlen untersucht wurde, ist das mittlerweile alles nicht mehr. Heutzutage ist der Goldstandard die sogenannte Duplex-Sonographie, also das Ultraschall mit Monitor, wo man gleichzeitig sieht, was man schallt. Man kann also einerseits die Vene sehen, man kann die Vene hören, aber man kann auch, man erahnt es hier, die Umgebungsstrukturen sehen, was auch sehr, sehr informativ ist für den Patienten. Große Vorteile, 100% schmerzlos, also nicht invasiv, sagt der Mediziner. Das heißt, ich muss nicht pieksen, ich muss nicht schneiden, ich kann einfach einen Ultraschall machen. Ultraschallwellen sind nicht schädlich, das sind keine Röntgenstrahlen und es ist beliebig oft wiederholbar in der Schwangerschaft und so weiter. Und es hat eine hohe Aussagekraft. Also wenn es ein guter Arzt macht, der sehr gut schallen kann, der da sehr, sehr viele Expertise drin hat, dann kann der Ihnen auch zu einer fast 100%igen Gewissheit sagen, dass es sich hierbei um einen krankhaften oder um einen normalen Befund handelt. Das ist eine sehr wichtige Untersuchung mittlerweile und deswegen, das haben wir bei uns auch standardmäßig bei jeder Untersuchung vorhanden. Hier sehen Sie noch ein kleines Instrument, auch eine Infrarotuntersuchung, wo man kleine Besenreißer detektieren kann, die man oft mit bloßem Auge gar nicht sieht, aber mit diesem Infrarot-Messgerät kann man tiefer liegende versteckte Besenreißer gut sehen. Das geht auch so in die Richtung Diagnostik. Vielleicht auch ganz interessant, dass es das bei uns gibt. Jetzt möchte ich schon auf die Therapie eingehen des Krampfaderleidens. Der ein oder andere hat schon gehört, es gibt verschiedene Therapieformen. Da hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan. Und deswegen diese Folie hier. Wir reden von den sogenannten vier Säulen, Therapiesäulen des Krampfaderleidens. Von Therapie 1 bis Therapie 4 gibt es verschiedene Möglichkeiten, an Krampfadern ranzugehen. Und ich möchte jetzt erstmal auf die erste Therapieform, auf den Klassiker eingehen sozusagen, auf die klassische Operation. Jetzt mag der ein oder andere sagen, oh, das sieht aber martialisch aus und man muss ja noch richtig schneiden. Dieser Schnitt wirkt viel größer, als er in Wirklichkeit ist. Wir versuchen, das sage ich vorneweg, bei uns im Haus wirklich ästhetisch zu operieren. Aber ganz ohne Schnitt geht es halt nicht. Das hier ist die Leistenregion und Sie müssen sich die krankhafte Vene, hier sehen Sie sie, so ein bisschen, sage ich immer, vorstellen wie eine Makaroni, wenn ich das mal so sagen darf. Also ein Gefäß, wo innen drin ein Loch ist. Und das ist auch gut so, weil da drin kann man einen Draht einfädeln. Und dieser Draht oder diese Sonde, wie wir sie nennen, bewirkt, dass wir die Vene mit diesem Draht zusammen rausziehen können. Der ein oder andere verdreht jetzt die Augen und sagt, darf man das? Ist das nicht sehr martialisch, also sehr grob? Ja, das darf man. Dieses Verfahren gibt es schon seit über 100 Jahren. Und dieses Verfahren ist auch höchst effektiv, weil die Vene gar nicht mehr, diese kaputte Vene gar nicht mehr im Körper drin ist. Stripping-Operation, also rausziehen, heißt es auf Neudeutsch, wenn man so sagen will. Und diese Operation wird sehr, sehr häufig mit großem Erfolg eingesetzt. Also die klassische Operation. Die zweite Therapieform, die es gibt, das sind die neuen Methoden. Die gibt es ungefähr seit 20 Jahren jetzt. Und auch da, wir denken wieder an das Bild der Makaroni, macht man sich zugute, dass man in die Vene etwas einführen kann. Und zwar führt man keine Sonde in die Vene ein, sondern einen Katheter, der die Vene anschließend nicht herauszieht, sondern mit Hitze die Vene zum Verschluss bringt. Ich habe hier mal eine Folie mitgebracht, wo nochmal verdeutlicht wird, seit ungefähr 20 Jahren gibt es dieses Verfahren, weltweit übrigens, das haben wir nicht erfunden, leider. Das Verfahren gibt es weltweit und hat einen sehr, sehr hohen Anklang gefunden. Vom Prinzip zieht man die kranke Vene nicht raus, sondern man verschließt sie im Körper, sodass sie keine Funktion mehr hat und anschließend bindegewebig umgebaut wird. Aber da ein Film immer anschaulicher ist als viele Worte, habe ich Ihnen einfach einen sehr eindrücklichen Imagefilm mal mitgebracht, der das nochmal veranschaulichen soll, wie diese neuen Verfahren
vonstatten gehen. Sie sehen hier das Venensystem des Menschen, veranschaulicht an Beinvenen. Das ist eine gesunde Vene, wo das Blut nach oben läuft und nach unten dicht hält. Hier sind die Venenklappen schon kaputt als pathologischer Befund und das Blut fällt eher in die andere Richtung, also in den Fuß zurück. Was macht man also? Man muss nicht mehr schneiden, sondern man punktiert die Vene mit einem sogenannten Schleusensystem und führt diesen Katheter, von dem ich gerade sprach, in die kranke Krampfadervene ein. Das Gelbe, was Sie hier vorne sehen, ist ein Heizsegment, wozu wir gleich kommen. Hier sehen Sie den Katheter liegend in der Vene. Es wird lokale Betäubungsmittel um die Vene herum gespritzt. Das sieht man hier ganz schön im Längsschnitt und hier oben im Querschnitt. Die Vene modelliert sich an den Katheter an. Und jetzt darf ich vielleicht mal kurz vorspulen etwas. Und was man dann sieht, ist, dass dieses Heizelement hier vorne mit einem Druck von außen sehr schön an der Venenwand anliegt. Und anschließend wird diese Hitze freigesetzt. Man sieht es hier. Und die Vene schrumpelt um den Katheter herum durch die Hitze zusammen. Anschließend wird der Katheter herausgezogen. Man verbrüht quasi die ganze krankhafte Krampfadervene und anschließend bleibt nur noch der kleine Stich der Punktion übrig, der mit einem Klammerpflaster versorgt wird. Es gibt noch eine Therapie, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten will. Die gibt es jetzt nicht seit 20, sondern ungefähr seit 10 Jahren. Und das ist auch ein Katheterverfahren, wo man aber keine Hitze absondiert, sondern wo man, ja, man mag es kaum richtig glauben, aber wo ein Kleber durch den Katheter in die Vene vorgebracht wird. Mit dem Effekt, dass die Vene auch verschlossen wird, aber nicht durch Hitze, sondern wirklich durch einen Kleber, der in der Vene aber keine Reaktion hervorruft. Auch hier habe ich Ihnen mal einen schönen Film mitgebracht. Man sieht es hier richtig, dass ein Klebetropfen gesetzt wird und richtig wie bei der Uhu-Tube, wenn ich so sagen darf. Wenn man das zurückzieht, entsteht so ein langer Faden und durch Druck von außen mit der Hand wird die Vene zugedrückt und nach einer gewissen Zeit verschließt die Vene und geht auch nicht mehr auf. Das ist auch ein sehr gutes Verfahren, was viele Vorteile mit sich bringt. Die Vorteile, die ich Ihnen mal zeigen will, es ist auch ein ambulanter Eingriff, also Sie können direkt danach nach Hause gehen mit einem guten kosmetischen Ergebnis, auch sehr kurze Genesungszeit, auch Aufnahme aktueller Aktivitäten nach ein bis zwei Tagen. Und jetzt kommt der große Vorteil zu den Hitzeverfahren. Sie brauchen keinen Kompressionsstrumpf, den man nach den Hitzeverfahren und nach der offenen Operation braucht. Zu den Nachteilen, die gibt es natürlich auch, zum Beispiel es zahlt nicht jede Krankenkasse, werden wir Sie übrigens, wie zu allen Therapieformen, ausführlich aufklären, wenn Sie zu uns in die Klinik kommen und wir Sie untersuchen. Also wir können hier nicht auf alles eingehen, aber das ist so ein Grobflug, mal Ihnen zu zeigen, was es alles gibt. Die dritte Säule der Therapieverfahren bei dem Krampfaderleiden ist die ästhetische Phlebochirurgie. Auch wieder so ein medizinisches Fachwort, heißt nichts anderes als, man muss keine große Operation durchführen, wo man eine Vene entfernt, sondern man muss nur kleine Krampfadern entfernen und kann dies mit ganz kleinen Schnitten machen. Das sieht dann so aus in Praxis. Man macht ganz kleine Stiche und mit extrem kleinen Instrumenten, hier ein kleines Häkchen, hier eine kleine Klemme, kann man diese Venen entfernen und anschließend, man sieht es kaum, mit einem Klammerpflaster versorgen, sodass man ein sehr, sehr gutes kosmetisches Ergebnis wieder hat, auch eine geringe Narbenbildung und sehr, sehr schnell auch wieder in den normalen Alltag kommen kann. Hier ist zwar auch ein Thrombosestrumpf für ein paar Wochen erforderlich, aber es ist wirklich ein Verfahren, wo man sagen kann, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich operiert wurde. Jetzt, bevor sich jeder meldet und sagt, dieses Verfahren will ich haben, das geht natürlich nicht immer, sondern wenn diese große Stammvene kaputt ist, und auch das würden wir messen im Ultraschall, dann muss man natürlich immer die Stammvene therapieren. Nur wenn kleinste Venen kaputt sind, dann geht natürlich dieses Verfahren. Aber auch das würden wir Ihnen dann dezidiert in der Untersuchung bei uns in der Ambulanz sagen, was einfach bei Ihnen dran ist. Jetzt kommt so ein bisschen die
das Lieblingsthema, wenn ich so Live-Patienten-Vorträge halte, dann ist jeder immer ganz heiß auf das Thema Besenreißer. Weil viele, viele Menschen auch Besenreißer haben und das für uns auch ein ernstzunehmendes Problem ist. Nicht unbedingt, weil es eine medizinische Relevanz hat, also ein offenes Bein auslösen könnte, sondern weil es auch eine wichtige Komponente hat, nämlich eine psychische, eine Schönheitskomponente, die ja auch ernst genommen werden muss. Was kann man mit Besenreißern machen? Man sieht es hier schon, Besenreißer, der ein oder andere weiß es schon, kann man veröden. Und zwar entweder mit flüssigem Mittel oder mit aufgeschäumtem Mittel. Also etwas größere Besenreißer, die wird man mit so einem Schaum veröden. Was heißt veröden? Man punktiert die Venen, man sieht es hier sehr schön in dem Film, mit diesem flüssigen Mittel. Und Sie achten nur mal hier auf dieses Areal. Hier haben wir diesen Besenreißer detektiert durch dieses rote Licht, Sie erinnern sich, den versteckten. Und all das hier geht mit einer Punktion weg. Also wie aus Zauberhand. Oder noch ein schöner Film, Sie sehen hier einen etwas größeren Besenreißer. Hier ist Schaum, also aufgeschäumtes flüssiges Mittel. Und Sie sehen hier gleich, wie schön der Schaum in die Vene läuft und sie komplett zum Verschluss bringt. Etwas Ästhetisches, etwas, was der Patient leider selbst zahlen muss, aber was ernst zu nehmen ist und was viele Leute auch therapiert haben wollen. Und das bieten wir hier auch an. Das muss man nicht im OP machen, das machen wir bei uns in der Ambulanz. Die ganz feinen Besenreißer, da haben wir auch den Laser, wo man also nicht pieksen muss, die kann man mit so einem Laser, das ist auch wieder Hitze, zum Veröden bringen. Die letzte Therapieform, die es gibt, ist eine, die von manchen belächelt wird, die wir aber sehr ernst nehmen. Wir sind zwar Chirurgen und wir operieren gerne, aber wenn wir sie uns anschauen in der Ambulanz und sagen, da kann man noch abwarten, das kann man konservativ machen, man muss nicht operieren, dann sagen wir ihnen das auch. Und das ist die sogenannte konservative Therapie. Was heißt das? Die konservative Therapie heißt, wir komprimieren die Vene, die kranke Vene von außen. Und zwar der ein oder andere mag wissen, ja, da gibt es die Kompressionsstrümpfe, aber darauf will ich jetzt noch gar nicht eingehen, sondern einen Schritt zurückgehen. Es gibt vor allem auch die Wickelungen der Beine. Und das ist immer noch hochaktuell, dieses Thema, dass man Krampfadern auch wickeln kann. Wann macht man das? Das macht man dann, wenn man mit dem Krampfaderleiden auch eine Schwellung des Beines hat. Und man will die Schwellung erstmal wegwickeln. Das schafft ein Kompressionsstrumpf nicht. Das schafft aber ein Wickel und deswegen sind diese Kurzzugbinden, wie sie heißen, immer noch hochaktuell. Aber natürlich gibt es auch den Kompressionsstrumpf, man sieht ihn hier. Der ist nicht mehr so wie früher, schwer, rigide, lässt sich nicht gut tragen, man schwitzt drin, sondern man erahnt es hier, es ist fast wie so eine zweite Haut geworden. Das Material hat sich deutlich verbessert und dieser Kompressionsstrumpf, der bewirkt, dass Krampfadern von außen zugedrückt werden und das empfehlen wir dann, wenn eine Krampfader noch mit sich kämpft, wenn sie noch nicht raus muss, wenn der Blutfluss noch nicht so deutlich nach unten geht, sondern man weiß, hier muss man noch nicht operieren. Hier hilft noch eine leichte Kompression von außen und dann ist die konservative Therapie genau das Richtige. Auch das würden wir Ihnen dann vor Ort sagen, wenn es denn so ist. Und ganz zum Schluss, und das wollen wir nicht vergessen, gibt es natürlich vorbeugende Maßnahmen. Sie denken an die erste Folie, wo es Risikofaktoren gibt, die etwas verschweren. Also die genetische Veranlagung ist da und da gibt es, wenn ich lange sitze, wenn ich lange stehe, Maßnahmen, wo man sagt, oh, das ist jetzt nicht gut für die Vene. Und diese konservative Therapie, die beinhaltet auch vorbeugende Maßnahmen, dass Sie einfach wissen, was kann ich denn tun zu Hause, wenn die Vene noch kämpft, aber wenn ich noch nicht operieren muss. Und da weiß der ein oder andere vielleicht, Bewegung ist die beste Therapie für die Venen. Und das sehen Sie hier. Radfahren in der Luft, Radelfahren in der Luft, Beinhochlagerung, Kompressionsstrümpfe oder Bewegungstherapie, lange Spaziergänge ist das Beste, was Sie machen können, damit Sie Krampfadern noch ein bisschen rauszögern können. Was Sie hier auch sehen, Kneippgüsse, kaltes Abduschen der Beine ist das perfekte Mittel, um Venen sich zusammenziehen zu lassen, damit sie vielleicht ein bisschen noch in ihrer Form bleiben. Schlecht hingegen ist lange Hitzeanwendung, weil Hitze bewirkt immer, dass Venen sich extrem ausdehnen. Wir wollen dem einen oder anderen nicht seine finnische Sauna madig machen, aber 10 Minuten bei 90 Grad kann schon zu viel sein, dass eine kämpfende Vene wirklich kaputt geht.
Und deswegen empfehlen wir das nicht so sehr. Kneippgüsse, also Kälteanwendung, hingegen ist gut. Meine Damen und Herren, wir sind schon am Ende unseres Vortrags. Ich hoffe, ich habe mich an die Zeitvorschrift gehalten und es war nicht zu langweilig. Ich möchte Ihnen gerne anbieten, wenn Sie Fragen haben, man kann nicht alles verstehen bei so einem Vortrag, dann bin ich für Sie im Netz da. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen, www.artemidmünchen.de, dann finden Sie immer Hinweise, wann man mit mir im Live-Chat sprechen kann. Wie das dann aussieht, müssen wir schauen, ob man seine Beine mir in der Kamera zeigt oder ob wir einfach nur sprechen, alles ist möglich. Aber ich bin für Sie da und diese Zeit sehen Sie, wie gesagt, auf unserer Homepage. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Danke.